Hallo zusammen, heute zeigen wir euch, wie man ein Holz richtig versiegelt. In dem Fall ist es ein Holz von Misuno. Diese Hölzer sind üblicherweise recht naturbelassen und deshalb ist die Oberfläche noch nicht ganz glatt, weshalb wir eine Versiegelung grundsätzlich empfehlen. Grundsätzlich nimmt man ein bisschen von der Versiegelung, muss man aufpassen, dass dadurch, dass sie sehr, sehr dünnflüssig ist, muss man das ganz gut dosieren, weil man die sehr, sehr gut verteilen kann. Wenn man genug hat, verteilt man die mit so einem üblichen Montageschwämmchen auf dem Holz, möglichst gleichmäßig. Wiederholt das Ganze auf der anderen Seite. Lässt das Ganze dann ein bisschen trocknen. Wie lange der Trockenvorgang dauert, hängt natürlich auch ein bisschen von der Belüftung und der Temperatur des Raumes ab. Üblicherweise sind es so 15 bis 20 Minuten. Dann, wenn das Ganze getrocknet ist, bearbeitet man es noch ein wenig mit einem feinen Schmirgelpapier oder einem Schleifstein, damit das Ganze auch schön glatt in der Oberfläche ist, und schon kann man die Beläge draufkleben.